Tommy, heute hat es leider nicht für uns gereicht. Wieso nehmen wir heute keine Punkte mit nach Wien? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir waren eigentlich super im Spiel. Waren in der zweiten Halbzeit auch am Drücker, das Führungstor zu schießen und haben, glaube ich, leider immer zur falschen Zeit das Tor bekommen. Und das hat uns dann einfach ein bisschen einen Knacks gegeben. Ja, und am Schluss stehen wir einfach mit einer bitteren Niederlage da. Du hattest bis vor kurzem noch mit deinem Rücken zu kämpfen. Bist du mittlerweile schon wieder auf 100% und wie geht's dir aktuell? Ja, 100% wahrscheinlich noch nicht ganz, aber ich wollte unbedingt der Mannschaft heute helfen und habe alles gegeben. Und ich denke, dass ich die nächsten Wochen wieder zu 100% da sein werde. Jetzt bin ich auch sicher, dass das wieder halten wird. Gott sei Dank wieder 90 Minuten spielen können. Und ja, jetzt geht's wieder nach vorne. Nächste Woche werden wir es besser machen. Du sagst es schon, nächste Woche, wir treffen daheim auf den FC Liefering. Der FC Liefering ist teilweise vergleichbar mit einer Wundertüte. Man kann den Verein sehr schlecht einschätzen. Wie gehst du in diese Partie rein oder was nimmt man sich vor, beziehungsweise was macht man besser als heute? Ja, ich glaube, wir werden den Gegner wieder analysieren die Woche, uns darauf einstellen. Wir wissen, wie die Lieferinger spielen. Es sind viele junge Spieler, unberechenbare Spieler. Da werden wir einfach mit unserem Körper, mit unserer Erfahrung dagegenhalten müssen und dann werden wir da die drei Punkte daheim wiederholen auf der hohen Warte. Vielen Dank und gute Heimreise nach Wien. Danke.